Herzlich willkommen zur 10. Sendung von OrgaTV. Danke, dass ihr wieder alle so zahlreich eingeschaltet habt. Wir haben heute wieder einige spannende Themen für euch, aber zunächst einmal begrüße ich mal meine Studiogäste hier bei mir. Hi. Hallo. Ja, also ich gebe euch mal einen Ausblick über die heutige Sendung. Wir haben zunächst mal die Studiogäste hier. Sie alle belegen das interne Praktikum OrgaTV in diesem Semester im Rahmen ihres Bachelorstudiums. Und darüber werden wir auch im Laufe der Sendung noch einiges hören und auch einen Beitrag darüber sehen. Die UMP-Kids, wie sie sich nennen, sind eine Gruppe von 15 Leuten, die in drei Gruppen aufgeteilt wurden. Und wir werden die drei Teams, ja, das erste haben wir schon da und die anderen zwei werden wir auch noch im Laufe der Sendung hier im Studio haben. Und dann werden wir mit ihnen über die Erfahrungen bei OrgaTV und ihre Arbeit im internen Praktikum sprechen. Ja, und außerdem hat eines der Teams ja noch einen Beitrag selbst gemacht für unsere Sendung heute, wo sie auch über ihre Arbeit einen Beitrag geschnitten haben. Außerdem haben wir dann noch einen Beitrag für euch über das Festival Perspektiv, das vom 21.05. bis zum 30.05. stattgefunden hat. Das Festival gibt es jetzt schon seit 2006 und es ist das einzige deutsch-französische Kulturfestival, das sich gleichermaßen deutsch- und französischsprachiger Bühnenkunst widmet. Ja, und im Rahmen dieses Festivals haben wir das Projekt Navette Voyager besucht. Dabei wurde ein ausrangierter Bus zu einer fahrenden Ausstellung umfunktioniert sozusagen. Und damit wurde den Besuchern die technologische Entwicklung der Videospiele aufgezeigt und den Besuchern wurde dadurch die künstlerische Ausdrucksform präsentiert. Und es wurden kommerzielle Videogames Independent Games gegenübergestellt und man konnte Spiele an verschiedenen Konsolen ausprobieren und sich mit dem Roboter Now unterhalten in diesem Bus. Und am Ende unserer Sendung haben wir auch noch einen weiteren Beitrag für euch. Das ist ein Beitrag über das Reisetagebuch mit Rainer Kallmund, den dritten Teil sozusagen. Zwei hatten wir ja schon in der Sendung. Und dieser Beitrag wird wieder ein Picture-in-Picture sein. Das kennt ihr ja schon, hatten wir ja schon öfter bei uns in der Sendung. Der Beitrag hat also keinen Ton und ich moderiere den live dazu, während der Beitrag dann hier läuft. Es geht dann, wie bereits erwähnt, um den dritten Teil des Reisetagebuchs und es zeigt Einblicke in die Aufzeichnung Barbecue King 2015 Abenteuer Grillen im Moviepark in Bottrop. Also bleibt auf jeden Fall dran, es wird wieder spannend heute. Jetzt aber nochmal zu meinen Studiogästen. Also, könnt ihr euch vielleicht mal kurz selbst vorstellen? Also, ich bin die Sarah, ich bin 21 Jahre alt. Ich bin die Floria, ich bin auch 21 Jahre alt. Ich bin die Vivian und ich bin 22 Jahre alt. Ich bin die Efi, ich bin 24 Jahre alt. Ich bin Laura, ich bin 21 Jahre alt und unser sechstes Teammitglied, die Clara, die steht heute hier an der Kamera. Mhm. Und wir studieren alle BWL. Okay. Ja, dann herzlich willkommen und danke, dass ihr kommen konntet. Ihr nennt euch ja selbst oder wurdet UMP-Kids getauft. Was heißt das denn? Das steht für Übung Multimediales Praktikum. Mhm. Und das Kids hat seinen Ursprung wohl eher davon, weil es auch noch eine Master-Variante davon gibt und wir so die Bachelor-Fassung davon sind. Und haben wir nicht selbst ausgesucht. Okay, gut. Und was macht ihr so im Rahmen eures Praktikums? Also wir drehen und schneiden einen Film über das Thema Generation Z. Mhm. Und wir haben uns halt für den Abend entschieden. Also wir filmen so, wie wir uns fertig machen, wie wir planen, wann und wo wir uns treffen. Mhm. Und ja. Okay. Ihr macht dann von der Sendung ja jetzt, also ihr habt einen Beitrag oder die andere Gruppe hat einen Beitrag gemacht, aber von der Sendung, die macht ja jetzt diesen Semester das erste Mal, glaube ich, nur das, die das Studienprojekt im Master machen, ne? Also wir. Und als ich das im Bachelor gemacht hatte, das interne Praktikum OrgaTV, da war das noch ein bisschen anders. Wir waren dann auch knapp 20 Leute, ihr seid ja auch, glaube ich, 15 Leute, ne? Ja, genau. Und da hatten wir die Sendung selbst machen müssen, also wie wir es jetzt auch hier machen. Nur waren wir halt wesentlich mehr Leute. Also jetzt sind wir zu viert und damals waren wir 20. Mhm. Aber da sind wir auch wirklich froh, dass wir da immer zwei Leute von euch dabei haben, die uns da immer helfen an den Kameras und so. Ja, das ist immer gut. Mhm. wie gefällt euch OrgaTV denn bisher überhaupt? Also es macht uns allen viel Spaß. Es ist auf jeden Fall
mal interessant, bei euch hinter die Kulissen zu schauen und zu beobachten, wie ihr hier arbeitet und auch mal zu sehen, wie viel Arbeit eigentlich dahinter steckt. Mhm. Und ich denke, ich spreche für uns alle, wenn ich sage, dass es auf jeden Fall eine interessante und empfehlenswerte Erfahrung für uns ist. Mhm. Okay, das ist doch schön. Ja, und warum habt ihr euch für das interne Praktikum jetzt hier am Lehrstuhl wirklich entschieden? Also es gibt ja auch noch andere interne Praktika, man kann ja auch ein externes Praktikum machen. Warum macht ihr jetzt OrgaTV? Genau, also es gibt eine Facebook-Gruppe und da sind alle BWL-Studenten drin, auch von verschiedenen, sei es jetzt auch Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftspädagogik, Wirtschaft und Recht. Mhm. Und die Studenten tauschen immer untereinander auch Erfahrungen aus und dann hat halt jemand gefragt, welches Praktikum man dann intern hier an der Uni belegen kann. Und da wurde dann auch gesagt, dass es dann zum Beispiel jetzt das Multimedia-Praktikum vom Scholz, dass das eigentlich ganz gut ist und dass man das auch belegen kann, eine gute Note bekommt. Und deswegen wollten wir uns das auch dann mal anschauen. Und ja, jetzt sind wir hier. Ja, das ist doch mal dann ein Anreiz, dass man das auch belegt, ne? Ja. Okay. Und könnt ihr euch auch vorstellen, das vielleicht nochmal im Rahmen des Masterstudiums hier zu machen? Also so wie wir das jetzt machen, mit der Sendung auch? Theoretisch schon, aber das setzt halt den Platz für ein Masterstudium hier voraus. Ja, das wollen wir doch mal hoffen dann. Ja. Okay. Ja, das war es eigentlich auch schon von meiner Seite aus. Dankeschön für euren Besuch hier. Gerne. Ja, und ich wünsche euch noch viel Spaß bei eurem Praktikum jetzt. Ist ja nicht mehr so lange, aber ein bisschen habt ihr ja noch. Danke. Bitte. Ja, und jetzt schauen wir auch direkt mal rein, wie es bei dem Festival Perspektiv so war. Schaut euch mal an, wie viel Spaß man wirklich bei dem Projekt Navette Voyager haben konnte. Im Rahmen des deutsch-französischen Kulturfestivals Perspektiv war das OrgaTV-Team in Saarbrücken bei einem ganz speziellen Bus. Der in Science-Fiction-Optik gestaltete Bus trug den Namen Navette Voyager. Der ausrangierte Bus dient heute als fahrende Ausstellung. Dieses Projekt entstand im Kunstzentrum TCAM Blida in Metz, was eine frühere Buswerkstatt darstellte, in der heute viele Künstler ihr Atelier eingerichtet haben. In nostalgischer Art und Weise wurden verschiedene Konsolen und Spielarten präsentiert, sodass Männer zu Kindern wurden und sich gemeinsam mit jungen Vertretern des Videospielgenres die Zeit vertreiben konnten. Neben unterschiedlichen Spielen an den verschiedenen Konsolen konnte man den Roboter Nao entdecken, der sich mit den Besuchern unterhält und von ihnen lernen kann. Von Mario Kart über Mario Brothers zu Street Fighter war für alle Geschmäcker etwas dabei. Der Verführung der alten Videospielklassiker konnte auch das OrgaTV-Team nicht widerstehen. So, jetzt habt ihr in dem Beitrag gesehen, wie viel Spaß man wirklich bei diesem Projekt haben konnte. Und jetzt begrüße ich auch schon die nächsten Studiogäste hier. Das zweite Team ist jetzt bei mir. Hi. Hallo. Könnt ihr euch auch mal kurz selbst vorstellen, bitte? Also ich bin die Katharina, bin 22 Jahre alt und studiere BWL. Ich bin die Daniela, bin auch 22 Jahre alt, studiere auch BWL. Und wir haben eigentlich schon eine dritte in der Gruppe, das ist die Jeanette, die ist 21 Jahre alt, studiert auch BWL, aber die kann heute leider nicht hier sein. Okay. Und wie gefällt euch OrgaTV bisher, euer internes Praktikum? Also es gefällt uns ganz gut. Mhm. Wir müssen sagen, wir haben eigentlich viel Spaß gehabt, dabei zu drehen, interessante Sachen gemacht, auch viel Neues kennengelernt. War gut. Und ihr dreht auch euren Generation Z-Beitrag jetzt im Moment, oder? Genau, das machen wir. Ja, ja und habt ihr jetzt auch vor, das eventuell auch nochmal Master zu machen? Also wir könnten uns schon gut vorstellen, das nochmal zu machen. Es hat eigentlich recht viel Spaß gemacht. Okay. Ja, und jetzt habt ihr ja für uns heute einen Beitrag für die Sendung gemacht, also ihr beiden, oder? Genau, war noch jemand? Ja. Ihr beiden. Ja, wie kam es denn dazu überhaupt? Also die Masterstudenten, die haben uns gefragt, ob wir vielleicht bereit wären, mal einen Beitrag für die Sendung zu machen, was wir jetzt genau machen mussten und dachten wir uns, ja, das ist eigentlich ein gutes Zwischenfazit, dass man auch sieht, was wir jetzt genau machen mussten, schneiden, filmen, ja, und war ganz interessant, dann mal zu sehen halt auch am Schluss, wie uns was dann genau das Video war. Und was macht ihr gerne? Schneiden, filmen? Gibt es irgendwas, was ihr gar nicht mögt oder so?
Nö, eigentlich ist alles so, macht alles recht viel Spaß. Ja. Okay, gut. Ja, und dann im Beitrag habt ihr euch selbst beim Filmen gefilmt sozusagen, ne? Genau, ja. Oder um was geht's da genau? Also wir haben uns beim Filmen gefilmt, was wir jetzt genau, also wie das aussieht, wie man so ein Video filmt, wie dann auch ein Close-up aussieht und wie man schneidet und was wir halt genau so rund um OrgaTV machen mussten. Mhm. Okay, gut. Ja, dann mal vielen Dank für euren Besuch hier. Danke auch. Und dann schauen wir ja gleich mal den Beitrag, aber den kannst du auch selbst anmoderieren dann. Genau. Also jetzt kommt unser Beitrag und ich wünsche euch viel Spaß dabei. Im ZIP-Pool haben wir die Möglichkeit, mit dem Programm Adobe Premiere Pro unseren Film zurechtzuschneiden. Damit lassen sich die einzelnen Clips zusammenfügen, die Audiospur kann bearbeitet und optische Fehler ausgebessert werden. Unsere Dozentin unterstützt uns hierbei in unserem wöchentlichen Treffen. Bevor es aber überhaupt ans Schneiden geht, muss natürlich zunächst gefilmt werden. Beste Voraussetzung dafür? Ein Storyboard parat haben und sich mit der Kamera vertraut machen. Dazu gehören Dinge wie das Einstellen des Weißabgleichs, das Fokussieren und die Wahl der jeweiligen Kameraperspektive. Aber Achtung! Dabei kann das richtige Aufstellen eines Stativs schnell vergessen werden. Was noch alles schiefgehen kann und wie viel Spaß OrgaTV macht, seht ihr jetzt. Also, es fängt jetzt an, ne? Okay. Guckst du mit deinem Handy, oder? Ja, okay. Danke. Sehr guter Name. Ich mach grad nichts, aber warte, ich klicke ein bisschen rum, dann sieht's aus, als würde ich das Bruder machen. So, jetzt habt ihr ja schon den Beitrag gesehen über das interne Praktikum bei OrgaTV, den die ÖMPler gemacht haben. Und wenn das vielleicht was fürs kommende Semester auch für euch wäre, für die Zuschauer, dann schaut einfach mal bei der Homepage des Lehrstuhls vorbei und da könnt ihr euch für das interne Praktikum im nächsten Jahr oder auch für das Studienprojekt im Master dann bewerben. Es macht wirklich viel Spaß, kann man sagen. Ja, und jetzt begrüße ich auch schon das Team 3 hier bei mir im Studio. Herzlich willkommen. Hallo. Hi. Ja, wie bei allen jetzt schon, könnt ihr euch vielleicht auch mal noch kurz selbst vorstellen, bitte. Ja, mein Name ist André, ich bin 25 und ich mache mein Masterstudium hier und bin im zweiten Semester. Hallo, ich bin die Katana, bin 20 Jahre alt und mache mein zweites Fachsemester in Bachelor. Mhm. Und hallo, ich bin die Sabrina, bin 21 Jahre alt und studiere auch BWL im zweiten Semester. In unserem Team sind noch zwei, ja. Also der Patrick und der Dennis. Dennis kann heute nicht da sein, aber der Patrick, der steht hinter der Kamera. Okay, ja, der hilft uns heute, ne? Genau. Ja, und du bist im Master, hast du gesagt, da könntest du eigentlich mit uns ein Studienprojekt machen, anstatt OrgaTV im Bachelor, oder? Richtig, genau. Also ich bin im Master und ich mache jetzt das als, damit ich danach OrgaTV machen kann und mache das als Voraussetzung. Und ja, aber es macht sehr viel Spaß. Und ja, wir waren eine coole Gruppe, fand ich. Mhm, okay. Ihr seid ja immer noch, es ist ja noch ein bisschen Zeit. das kannst du aber nicht anrechnen lassen, ne? Also es ist dann eine freiwillige Leistung sozusagen, ne? Richtig, genau. Freiwillig mache ich das und ich kriege das aber, ich kriege eine Urkunde oder sowas in der Art, damit ich das bestätigt bekomme, dass ich hier mitgemacht habe. Cool, gut. Für den Lebenslauf. Ja, und dann sieht man dich vielleicht nächstes Jahr dann hier in der Sendung, ne? Nächstes Semester vielleicht. Ich hoffe doch, ja. Okay, gut. Ist es jetzt für euch anstrengend? Wie oft trefft ihr euch da? Oder ist das also viel zu tun? Wir haben uns immer am Wochenende getroffen und unter der Woche haben wir dann ein bisschen geschnitten. Wir sind jetzt ungefähr seit 4-5 Wochen, haben wir daran gearbeitet. Ja. Und wir standen alle hinter der Kamera und vor der Kamera. Und ja, wir sind jetzt bis nächste Woche ungefähr fertig. Und ja, dann können wir in die Klausurenphase gehen. Mhm, okay, gut. Da hat man ja auch dann Zeit für sich für die Klausuren vorzubereiten. Das ist ja auch ganz gut, ne? Ja.
Und vorbereiten, der Beitrag ist dann über Generation Z auch, ne? Ja, also ihr habt dann drei Beiträge, jedes Team macht einen. Genau, und wir haben halt das 8 Uhr morgens. 8 Uhr morgens, genau. Ja, ist noch keiner von der Generation Z wach, ne? Oder? Naja, das werden wir ja sehen im Film. Also, okay. Lasst euch überraschen. Gut. Wo sieht man den dann? Wird der auch bei YouTube hochgeladen oder wie ist das? Oder wisst ihr das noch gar nicht? Also der wird auf jeden Fall, ich glaube, auch bei Orga TV auf der Seite, okay, Orga Uni Saarbrücken, hochgeladen. Ja. Und auf YouTube wollen wir den auch noch hochstellen. Ja, okay, genau. Cool. Also wie unsere Beiträge und Sendungen ja auch immer, die laden wir ja auch immer hoch. Richtig, ja. Gut, cool. Ja, und wie gefällt es euch bisher? Also hat sich jetzt ganz positiv angehört eigentlich bisher, ne? Also ich kann von mir aus sagen, mir hat das Schauspielern sehr viel Spaß gemacht. Mhm. Und das hinter der Kamera hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Okay. Und euch? Ja, auch. Also es war richtig gut und mit den Jungs hat es auch viel Spaß gemacht und vor der Kamera, hinter der Kamera, beim Schneiden, alles. Alles, okay. Alles. Also man kann da nichts Negatives beitragen. Okay, super. Ja, und warum habt ihr euch jetzt für dieses interne Praktikum entschieden? Also es gibt ja noch andere, oder? Ja, klar, aber erstmal, wir müssen ja ein internes Praktikum reinbringen, ne, mit den Credit Points. Und dazu, also es wurde halt letztes Mal im Personalmanagement vorgestellt von Herrn Scholz. Und ich habe halt schon vorher in einem Rahmen Jugendprojekt, habe ich schon halt in einem Film mitgespielt, also mitgewirkt. Mhm. Und dachte halt, ich könnte halt durch dieses Praktikum mein Mediawissen etc. halt noch prägen. Mhm. Und deswegen haben wir halt uns hier angemeldet und wir machen immer alles zusammen. Deswegen haben wir uns beide für dieses Praktikum angemeldet. Ja, ja, ist ja ganz schön, wenn man das dann immer zusammen machen kann auch, ne? Und wurde direkt angenommen auch? Ja, wir waren, glaube ich, die Ersten und direkt auch angenommen, okay, was ich direkt zur Sage bekommen. Perfekt, gut. ja, und was gefällt euch am besten? Also, euch gefällt ja alles, habt ihr gesagt, aber gibt es jetzt irgendwas, was ihr so besonders gerne macht? Also, ob das jetzt Schneiden ist oder Filmen oder... Das Filmen, was für mich an sich ist das Filmen, das ist witzig, wenn man so sieht und ich filme auch einfach so drauf los und sage denen nicht und dann, wenn man das später so sich anguckt, ist witzig. Also gibt es auch viele Outtakes dann wahrscheinlich. Ja, ne? Gut. Okay, gut. Ja, und habt ihr jetzt auch vor, das vielleicht nochmal als Studienprojekt im Master zu machen? Also du ja schon. Ja. Und ihr beiden? Könnt ihr es auch vorstellen? Also ich denke, es wäre schon vorstellbar. Also wenn es die Chance gibt, würden wir sie, denke ich mal, gerne ergreifen, würden es auch gerne nochmal machen. Okay, schön. Gut, ja, das war es eigentlich auch schon von meiner Seite aus. Dann mal vielen Dank für euren Besuch hier und noch ganz viel Spaß bei eurem weiteren Praktikum noch. Geht ja noch ein paar Wochen. Ja. Gut. Ja, jetzt kommen wir auch schon zu unserem nächsten Beitrag, dem dritten Teil des Reisetagebuchs mit Rainer Kallmund. Ja, und dieser Beitrag wird ja wieder ein Picture-in-Picture sein. Ja, das kennen wir ja schon. Also ich spreche live halt den Ton live zum Beitrag dazu. Ja, so, also wir hatten ja zwei Teile bereits gesehen und den dritten Teil sehen wir halt jetzt. Das ist, sind die Vorbereitungen und Proben im Moviepark in Bottrop bei der Aufzeichnung von Barbecue King 2015, Abenteuer Grillen. Das wurde am 26.05.2015 um 7:45 auf Kabel 1 ausgestrahlt. Und ihr seht jetzt gerade die Bilder, die habt ihr ja schon vor ein paar Wochen im Beitrag auch schon gesehen. Das sind die Fotos von der richtigen Aufzeichnung. Da durfte ich ja wegen der Filmrechte leider keine Videos machen. Deshalb haben wir halt nur Fotos. Aber ich habe halt die ganzen Sachen, die vorher abliefen, also die Vorbereitungen, die Generalprobe und die ganzen Sachen, die Interviews, die noch vorher abliefen und so, die durfte ich filmen. Und da haben wir jetzt auch das Filmmaterial dazu. Da schauen wir jetzt gleich mal hinter die Kulissen zusammen. Ja, und das geht jetzt auch schon los, wie ihr seht. Ja, also man kann sagen, dass die 2-Stunden-Sendung, die da jetzt im Fernsehen liefen und die der Zuschauer gesehen hat, dass man sich da gar nicht vorstellen kann, wie viel Aufwand und Zeit da wirklich dahinter gesteckt hat. Also das kann man sich als Zuschauer, stellt man sich so nicht vor, wie von Orga TV und auch die ÖMPler, die ja heute alle hier waren, wissen ja, wie es ist, Beiträge zu filmen, sich ein Storyboard zu überlegen, zu schneiden, die ganzen Beiträge halt vorzubereiten, auch mit Ton und Bild und was auch immer. Aber das ist wirklich noch gar nichts im Vergleich zum Fernsehen. Also was da abläuft, ist echt Wahnsinn. Wenn man dann hinter die Kulissen da schaut, ja, ist ganz cool. Ja, und jetzt zu dem Beitrag. Also die reine Aufzeichnung dauerte von 18 bis 1 Uhr. Und vorher fanden halt noch sämtliche Interviews für Radiosender statt, Fernsehsender. Es gab Fototermine für die Presse. Eine kleine Generalprobe mit finalen Absprachen zwischen den Teammitgliedern und auch dem Moderator und auch technische Einweisungen an den Grill. Es ging ja darum, dass man den Barbecue King
ausgewählt hat und deswegen muss man auch an den Grills eingewiesen werden. Ja, und dementsprechend waren wir dann nicht nur von 18 bis 1 Uhr beschäftigt, sondern eigentlich von 13 Uhr bis 1 Uhr nachts. Und es gab dann bei der Sendung 3 Aufzeichnungsrunden. Zwischen denen gab es dann Pausen. Also in den Pausen mussten ja auch immer die Grills nochmal sauber gemacht werden und so, weil es ja, man hat ja immer verschiedene Sachen gekocht dann oder gegrillt. Ja, und es gab 6 Teams. Wir sehen jetzt auch gerade hier im Bild die Gruppenmitglieder. Die sind halt gegeneinander angetreten und es gab 3 Ausscheidungsrunden dann in der Sendung. Und in der ersten Runde kamen dann 4 von 6 Teams weiter und in der zweiten 3 von 4. Und der Barbecue King 2015 wurde dann im Dreierduell ermittelt, sozusagen in der letzten Runde dann. Ja, und die Location war im Moviepark in Bottrop aufgebaut. In der Mitte gab es einen Ring, wo die Grills im Halbkreis aufgebaut waren und in der Mitte stand das Jurypult. Ja, und außenrum waren halt die Ränge für die Zuschauer. Also, ja. Und die Teams, die wir eben gerade gesehen haben, schon im Beitrag, die bestanden aus den Schauspielern Ralf Möller und Ralf Richter. Das war das erste Team. Das zweite Team war Schumbo Schreiner und Brigitte Nielsen. Die kennt man ja auch aus dem Dschungelcamp zum Beispiel. Das dritte Team war Toto und Harry. Dann bildeten Sonja Krause und Janine Kunze noch ein Team. Janine Kunze kennt man vielleicht auch von Hausmeister Krause. Die hat da die Tochter gespielt vom Hausmeister. Ja, dann gab es noch das Team von den ehemaligen Fußballspielern Toni Polster und Thorsten Legert und ein Wildcard-Team. Das war ein Team, das waren jetzt keine Berühmten oder so. Die haben sich einfach dafür beworben für die Sendung. Außerdem gab es einen Show-Act. Die Band Dorfrocker ist aufgetreten und hat dort ordentlich für Stimmung gesorgt bei der Sendung. Und die Jury, die man hier eben auch schon im Beitrag gesehen hat, waren der Koch Frank Rosin, Eni, die ja auch in der Jury bei Grill den Hänsler sitzt, und Rainer Kallmund, der auch mit der Eni zusammen bei Grill den Hänsler ist. Und die Ausscheidungsrunden, also die erste Runde, hat sich Bratwurst à la carte genannt. Die Teams hatten dann 20 Minuten Zeit und es hieß dann, sie sollen mit Kreativität und Mut was Leckeres vorbereiten und die Jury überzeugen. Und das erste Team, das ausschied, war dann Schumbo Schreiner und Brigitte Nielsen. Dann kam die zweite Runde, die hieß die 4 Grilljahreszeiten. Die Teams hatten dafür dann 30 Minuten Zeit und mussten 4 Gerichte grillen, unter anderem eine glühende Bachforelle und ein Tequila-Hähnchen. Und ja, dann kam auch schon die dritte Runde, das war dann das Finale. Das war ein Grillmenü. Man musste halt vor Haupt- und Nachspeise zubereiten, also alles auf dem Grill, auch die Nachspeise. Und dafür hatten die restlichen Teams dann noch 40 Minuten Zeit. Ja, und glücklicher Sieger, wie man jetzt auch gerade bei der Siegerehrung hier sieht, war dann das Team von Janine Kunze und Sonja Kraus. Also die Damen hatten ja letztes Jahr schon gewonnen und dieses Jahr dann haben sie Damen nochmal gemacht. und jetzt hat man ja eben auch den Moderator gesehen. Der hat vor der Sendung auch, wie soll ich sagen, also die Leute oder das Publikum schon mal eingewiesen, gesagt, wann sie klatschen sollen, wie das abläuft später und hat ihnen die Vorgehensweise für die Aufzeichnung halt erklärt. Ja, und jetzt hattet ihr einige Einblicke schon in die Geschehnisse da am Set. Das war wirklich auch eine tolle Erfahrung, da hinter die Kulissen schauen zu können und da Einblicke zu bekommen. Das war ja sehr schön. Ja, und mit diesem Beitrag sind wir auch schon wieder am Ende unserer Sendung für heute. Wir hoffen, ihr hattet alle wieder viel Spaß und ihr schaltet nächste Woche alle wieder ein. Wie immer, jeden Mittwoch um 18:18 Uhr bei orga.tv. Bis nächste Woche.